Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Elemental Creepers in Minecraft 1.8 Vanilla. Ich zeige euch hier die nächsten Creeper, die ich erstellt habe, und im dritten Teil folgen dann noch weitere. Dann stellen wir auch schon mal um. Hier geht es um den Reverse Creeper. Natürlich habt ihr ja auch gesehen, die Creeper, die kann man nicht so die Textur ändern, wie es in der Mod war. Aber die haben größtenteils die Aufgabe erfüllt, die sie auch in der Mod haben. Hier musste ich leider einen Kompromiss eingehen, das funktioniert leider nicht hundertprozentig. So, der ist auch schon. Und der haut wieder ab. Der haut wieder ab, okay. Dann holen wir uns den mal schnell her. Jetzt wird er explodieren. So, und das macht der Inversion Creeper, nämlich er bombt unten Blöcke weg und teleportiert sie nach oben. In der Mod ist es nur so, dass diese Blöcke dann auch noch umgekehrt wieder aufgebaut werden. Das geht nur leider nicht. Hier kommt der Snow Creeper. Und die Automatik ist auch noch an. So. Her mit dem Creeper. Und jetzt auf in den Survival Mode. So, da hat er mich gefunden. Und wie ihr seht, er hat eine Schneespur, so wie ein Schneemann. Und wenn er jetzt explodiert, wer jetzt gedacht, er setzt Schnee. Das ist genau die gleiche Automatik hier mit den Blöcken, wie bei dem Erdcreeper. Nur dass hier noch dieser Kommandoblock ist. Der setzt nämlich hier bei dem Creeper namens Eis eine Schneeschicht darunter. So. Ich will ja keine Zeit verlieren. Glowstone Creeper, ihr seht doch, der hat hier wieder die gleichen Sachen. Also da gibt es einige Ähnlichkeiten. Man kann jetzt nicht sagen, dass es einfach ein bisschen umstellen. Nur bei so vielen Kommandoblöcken muss man alles umprogrammieren, überall die Namen ersetzen. Also war jetzt nicht so einfach. Deshalb will ich das hier unbedingt mal zeigen. So, machen wir hier weiter. Der Dark Creeper. Der hatte auch eine sehr aufwendige Programmierung, sag ich mal. Kann sein, dass es nicht auf Anhieb funktioniert oder dass es überhaupt nicht funktioniert. Das hat mal funktioniert und mal nicht, wie ihr seht. Ja, der hat ein bisschen mehr zum Aufbau. Der Dark Creeper zerstört nämlich leuchtende Blöcke. Her mit dem Creeper und auf in den Survival Mode. Ja, er hat funktioniert. Einigermaßen. Ich vermisse hier nur gerade noch die Glowstones. Aber wie ihr seht, die Blöcke wurden weggesprengt. Alles leuchtend, auch die Lava wurde entfernt. Sie wurde nämlich hier hochkopiert. Eigentlich hätten diese herumliegenden Items noch rüber kopiert werden sollen, damit es nämlich so aussieht, als würde das Glas zerstört werden. Man kann zwar beim Kopieren oder beim Einfügen mit Luft einstellen, dass Sachen kopiert werden, jetzt zum Beispiel ausschließlich Glowstones, so habe ich das auch gemacht. Es hätte noch die Möglichkeit gegeben, dass man es zerstört, aber dann hätte man nicht auswählen können, was zerstört wird. Und dann hätten wir auch den Rest des Hauses zerstört, denn der Dark Creeper, so ist es in der Mod, zerstört nur die leuchtenden Objekte. Hier sind ein paar mehr Sachen angeschlossen. Das ist nämlich, um die Fackeln zu entfernen, die nach oben teleportiert werden, darüber. Hier wird Glowstone hin teleportiert. Und hier seht ihr dann, danach werden dann die Blöcke, die da hochgepackt wurden, zerstört. Und dann hätten eigentlich die herumliegenden Items darüber teleportiert werden sollen. Funktioniert nur leider
Nicht immer, hat aber auch mal funktioniert. So, der nächste Creeper. Das ist der Illusion Creeper. Da steht er auch schon bereit. So, also hier steht ein einzelner Creeper. Merkt es erstmal nicht. Aber jetzt, wenn der Creeper auf einen zukommt. Wir müssen nochmal weg. Wir müssen hier nochmal weg, denn. Das könnte Probleme machen. Der kann nämlich auch Schaden anrichten. An die Blöcke in der Gegend. Deshalb gehe ich mal kurz hier rüber. Ich lock ihn einfach rüber, dann ist es nicht so schlimm. Also, Survival Mode. Ihr seht, erstmal ist es ein einzelner Creeper. Aber wenn ich ihm zu nahe komme, sind es auf einmal 4. Und alle von denen fangen an, mich anzugreifen. Aber nur einer von denen ist wirklich der richtige Creeper. Das ist nämlich ein Falscher, der richtet überhaupt keinen Schaden an. Ich frage mich gerade zwar nur, wieso die Creeper abhauen, was ist denn mit denen los? Ah, das hier ist der richtige Creeper, denn der macht ordentlich Wumms. So, andere Creeper warten noch. Wie ihr seht, die Illusion Creeper, die wurden auch getötet. Nachdem ich den Hauptcreeper besiegt habe. Der vorletzte Creeper für diese Reihe. Hier kommt nämlich der Magma Creeper. Und wo ist der? Da drüben. Der ist auch gefährlich und ich habe auch wieder vergessen, da den Silberfisch wegzumachen. Aber ihr könnt es euch ja vorstellen. Also wie ihr seht, sitzt der Feuer am Boden, so wie der Schneecreeper. Und wenn er jetzt explodiert, so wie der Wassercreeper, Lava. Dafür mussten der Creeper und auch der Silberfisch Feuerresistenz haben. So, wer darf die Sauerei nach aufräumen? Ja, ich. So, jetzt kommt der letzte Creeper für Teil 2. Den habe ich eben noch schnell fertig gemacht. Aber pünktlich zum Teil 3 werde ich auch noch andere Creeper fertig haben. Mittlerweile sind es, glaube ich, 19 verschiedene, die in der Mod drin sind. Alle kann ich leider nicht umsetzen. So, auch wieder Scoreboard umstellen. Psychic Creeper. Wo ist der? Gute Frage, wo habe ich den? Da drüben habe ich den Psychic Creeper. Der richtet nämlich auch ordentlich Schaden an. Und wieder der Silberfisch. So, und wenn der jetzt mich angreift, dann werde ich nach oben geschleudert. In der Mod wird man noch ein bisschen weiter höher geschleudert. Das habe ich hier jetzt nicht so hingekriegt, aber ja. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die Kommandoblöcke. Da merkt man ja, dass nach einer Zeit auch einiges ähnlich. Also hier einfach heißt dann Psychik. Und hier habe ich halt vergessen, die Dauer der Unsichtbarkeit auf ein paar Milliarden zu setzen. Hier wieder die Annäherung ausmessen. Wenn ich ihn von Hand besiege, dass der entfernt wird, samt Silberfisch. Hier die Glock. Und hier, wenn der Silberfisch auf den Boden fällt. Mob Griefing aus, damit die Explosion von dem Creeper, der unter mir gespawnt wird, um mich hochzuschleudern, nicht auch den Boden zerstört. Das macht er nämlich in echt nicht. Dieser Befehl wählt mich aus. Da gab es ein paar Probleme, deshalb habe ich auch noch Type Player hingeschrieben. Braucht man aber eigentlich nicht. Und der setzt dann unter mir hier den Creeper. Fuse 0, der explodiert sofort, hat einen Explosionsradius von 5 und ist auch noch unsichtbar. Obwohl das für die kurze Zeit eigentlich unnötig ist. So, und ich kriege auch noch Resistenz, damit ich nämlich nicht schon während der Explosion vom Creeper getötet werde. So, dann wird mein Scoreboard wieder zurückgesetzt und Mob Griefing wieder an. Und das war's auch schon für Teil 2. Teil 3 folgt dann etwas später. Wenn ihr noch Fragen habt, ich stehe gerne bereit in den Kommentaren. Und wieder mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss.